Der Joker ist gezogen, jetzt muss er nur noch stechen. Nach der Trennung von Danny Schwarz übernimmt, wie schon zum Ende der vergangenen Saison, Ralf Santelli als Cheftrainer bei den Kickers. Mit ihm soll der Klassenerhalt doch noch gelingen. Eine der ersten Amtshandlungen des Neuen? Stürmer Marvin Poirier gehört ab sofort wieder zum Kader, trainierte am Donnerstag schon wieder mit der Mannschaft. Er macht einen fitten Eindruck. Die Werte läuferisch waren gut. Er hat unheimlich viel gearbeitet an sich. Er hat ja permanent auch täglich trainiert mit dem Staff, was ich erfahren habe, und das hat sich in seiner Fitness gezeigt. Gegen den ebenfalls gegen den Abstieg kämpfenden MSV Duisburg erwartet Santelli von seinem Team, in dem Peter Kurzwick gesperrt sowie Robert Herrmann und Sadio Sané Corona-bedingt fehlen werden, eine klare Reaktion. Ja, absolut, das muss ich erwarten, weil sonst hätte ich das nicht machen können. Aber was man grundsätzlich erwarten kann, sind natürlich Dinge, die nicht mit Taktik oder Technik zu tun haben, sondern die eben mit der klassischen Fitness und mit der Bereitschaft vom Kopf her zu tun haben. Und das spreche ich denen gar nicht ab, aber das möchte ich natürlich sehen. Und eben um 3-5% mehr bei jedem Einzelnen. Und Santelli setzt gegen den MSV auf den Extra-Faktor Fans, die hoffentlich getreu des Mottos gemeinsam zum Klassenerhalt zahlreich auf den Dalle kommen. Die Fans tragen uns einfach zu neuen Ufern, wie es so schön heißt. Und wir brauchen sie. Das ist unser 12. Mann. Und die haben natürlich gefehlt jetzt auch eine ganz, ganz lange Zeit. Gegen Duisburg, wo mit Orhan Abdemi, Rolf Felscher und Leroy Quadwo gleich drei ehemalige Rothosen im Kader stehen, geht's quasi schon um alles. Denn nur ein Sieg lässt die vagen Hoffnungen weiter leben. Ja, also müssen wir machen. Da sind wir uns auch alle einig und da können wir auch alle rechnen. Und es ist ja keiner so, dass man mit Absicht am Tor vorbeischießt oder dass man sagt, nee, lass uns heute mal einen Gang runterschalten, weil so ein 0-0 hört sich gut an und haben wir kein Tor gekriegt. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, wer Fußball spielt, möchte gewinnen. Santelli, Poirier und neuer Teamgeist. Stechen die neuen Joker der Kickers? Gegen Duisburg kommen jedenfalls die Karten endgültig auf den Tisch.